Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Ja, ich muss jetzt erstmal hier wieder in die Stadt. Ich habe mich gerade eingeloggt. Wir wollen ja jetzt erstmal den Baphomet und die Mecha-Pixie noch machen. Ich hatte ja gesagt, dass die beiden Parts vor dem Part mit dem Dr. Illa kommen. Obwohl es jetzt eigentlich nach dem Dr. Illa aufgenommen worden ist. So. Ist halt ein bisschen blöd gerade, aber das lag daran, dass ich die letzten zwei Parts, die beiden Quests gelöscht hatte und die erst am nächsten Tag wieder neu startbar waren. Und somit ist jetzt der nächste Tag vergangen und ich fliege mal hin und hole mir die Quest ab und wir machen die erstmal. Ob die beiden Monster da sind, das kann ich nicht versprechen, da momentan auch nachmittags ist, da ist dann mehr los hier in Rebels. Ist ja logisch, dann haben die meisten schon Feierabend und so. Hä? Hey? Hä? Dachte, die wird hier angenommen, sag mal. Die nimmt man doch hier an. Haben wir die hier noch irgendwo? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Nee. Lol. Okay. Ja gut, dann machen wir erstmal die, Wo ist denn die Baphomet-Quest, Mensch? Oder habe ich die schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich da gar nicht mehr weiß, wo die ist, ey? Das wäre ja natürlich ein bisschen peinlich. Ich gucke mal kurz. Und zwar Palmier Plateau 1. Ich weiß jetzt echt nicht, wo die zu finden ist. Oder muss ich die beim Palmier annehmen? Irgendwo. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Muss auch ehrlich gestehen, dass das schon etwas länger her ist, wo ich die letzte Mal gemacht habe. Aber es wundert mich, ich glaube mich doch zu erinnern, dass man die in Rondo annehmen muss und dann hier nach dem Palmier Plateau gehen muss irgendwie. Oder gibt es die so als Quest gar nicht mehr, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist die woanders annehmbar? Ja, gucken wir mal. Wir sind ja gleich da. Ah, hier wird was angezeigt, Leute. Aha, aha, aha. Täglich. Seelenrettung. Die ist auch neu. Aha. Alleine. Ach. Ja, ich habe da so eine Befürchtung. Und zwar müssen wir die erst abschließen, die Tagesquest, bevor die von neu beginnt. Das war aber mal eine Zeit lang anders. Da konntest du die abbrechen und hast am nächsten Tag trotzdem von Anfang an weiter wieder angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Baphomet besiegen. Das können wir mal schnell machen, ist kein Thema. Und dann werde ich die Quest trotzdem machen. Das heißt, bis zum Baphomet. Den Baphomet werde ich dann aber nicht nochmal besiegen, weil den habe ich ja dann schon. Das wusste ich nicht, Leute. Das tut mir leid. Das haben sie wahrscheinlich neu gemacht. Das war mal ganz anders. Das war mal, wenn man eine Quest nicht machen wollte oder schaffte, hat man die abgebrochen und hat am nächsten Tag oder am gleichen Tag, je nachdem, wieder von Anfang an anfangen können. Die Questreihe. Naja, gut. Dann bin ich jetzt auch schlauer. Schön. Oder schlecht, sagen wir es mal so. Mir gefiel die Variante vorher viel besser. Gut. Ja, jetzt suchen wir uns aber erstmal hier den Baphomet irgendwo, wo der auch immer sein mag. Ich habe keine Ahnung. Der streunt hier irgendwo in den Ruinen rum. Vielleicht ist er auch gerade gar nicht da. Das kann auch sein. Und dann machen wir den. Ansonsten müssen wir nach der Mecha-Pixie mal gucken. Und wenn auch die nicht da ist, wird das ein Zwischenpart irgendwo. Muss ich mal gucken. Ich hoffe ja, dass die irgendwo hier sein wird. Nee, habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass der Baphomet nicht da ist, weil da immer andere Leute schneller sind. Aber, naja.
Das heißt, wir gehen mal schnell zum Mechapixie und da weiß ich, wo ich die annehmen muss. Weil die wird wahrscheinlich genauso wie der Baphomet sein. Ich muss nur kurz gucken. Ich glaube, das war dahin, ja. Ja, hier geht's zum neuen Dungeon, wisst ihr ja schon, wo wahrscheinlich. Aber von hier geht es schneller, die Quest sich abzuholen, als einmal direkt durch den Wald zu fliegen. Naja. Wie gesagt, dann probieren wir die hier, ob die Mecha-Pixie da ist. Wenn die Mecha-Pixie da ist, dann machen wir erstmal die Mecha-Pixie. Und zeigen natürlich die Questreihe auch hinterher, ja? Das ist total logisch. Und so mache ich das auch bei der Baphomet-Questreihe. Und wenn die beiden jetzt nicht da sind, dann wird das irgendein Part sein. Nur ich würde gerne halt den Nagash und so die Parts hintereinander haben. Dass man dann, falls man. Ah, okay. Für die Nagash muss ich da und da hin, dann mache ich das und das. Dass die alle nah beisammen sind. So, habe ich mir schon fast gedacht. Hier das gleiche in. Weiß ich nicht. Schwarz, grün, gelb, wie ihr möchtet. Habe ich leider letztes Mal abgebrochen. Das heißt, ich kann nur die annehmen und erstmal beenden. Und dann fängt die Quest erst von neuem an. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob ich die Quest dann heute schon machen kann, die nächste Questreihe, oder ob ich wieder einen Tag warten muss. Das müssen wir mal ausprobieren. Naja, werden wir ja dann sehen, ne? Wenn wir die Mechapixie hier irgendwo hier finden. Gut, gut. So, jetzt müssen wir hier nach der Mechapixie gucken. Bei der Mechapixie hätten wir eventuell mehr Glück, dass die da ist, weil so oft wird die nicht getötet, da die ja auch etwas schwieriger ist. Aber der Baphomet ist immer so ein beliebtes Ziel. Gut, also wir rennen ja oder wir fliegen ja erstmal durch den Wald. Die kann leider fast im kompletten Wälder der totalen Finsternis sein. Also ich zeige euch das mal auf der Karte. Hier kann sie irgendwo sein. Und hier kann sie irgendwo sein. Also hier im Grunde genommen kann sie überall sein. Außer hier hinten. Hier hinten ist sie meistens nie und hier hinten auch nicht. Also sie reist eigentlich hier um diesen Bach oder diesen Fluss oder See oder wie auch immer. Reißt die eigentlich immer herum, wenn sie da ist. Also, man kann hier lange suchen. Das stimmt. Aber ich habe da schon Befürchtungen, dass die auch nicht da ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach viel zu spät ist. Ich müsste für die beiden Quests früher machen. Am besten gleich morgens. Aber es ist immer so früh. Das schaffe ich auch gar nicht von der Zeit. Ja. Okay, dann denke ich mir mal, wird das so eine Zwischenfolge werden hier, wo wir ein bisschen geguckt haben, ein bisschen was kennengelernt haben. Haha, war ja nicht wirklich lohnenswert, der Part, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Ja. Muss auch mal sein. Man kann auch nicht immer hier, ja. Hoffen, dass die da ist, die Kreaturen. Schade, schade, sage ich da nur. Da ist sie! 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 Jau, gerade noch so gekriegt. So, komm her hier, das. Du bist meiner. Okay, ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht so oft getroffen werde. Aber, ey, wir haben echt Glück, dass die hier ist. Wahnsinn. So. Die macht ganz schön Aua, wenn man nicht aufpasst. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja Gott sei Dank nicht Erzbischof, wir können uns nebenbei noch heilen. Was sehr praktisch ist. Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir die noch finden. Also den Mecha-Pixie haben wir schon mal. Das ist geil. Dann fehlt uns nur noch der Baphomet. Das ist gut. Aber dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir die Questreihe neu annehmen können. Das wüsste ich nämlich gerne mal. Oh, der Mecha-Pixie-Seelenstein haben wir bekommen.
Und 1230 Lachs und ordentlich an XP. 2.460.433. Ja, das Geld geht auch. 122.000 geht, ja. Nee, aber echt, das war pures Glück, dass wir die doch noch erwischt haben. Gute Sache. Also wird das keine Zwischenpart-Folge, sondern wird die Folge mit der Mecha-Pixie. So, jetzt gebe ich die ja ab. Und falls wir die Questreihe nicht neu annehmen können, dann werde ich morgen hier weitermachen. Das heißt, ich werde an dem Part den anderen Partstücke dranhängen, dass ihr dann seht, wo ihr die auch annehmen könnt und so, falls. Aber ich gehe mal davon aus, dass man die nochmal annehmen kann. Und das probieren wir jetzt aus. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, dass der Baphomet in der Zeit kommt. Das wäre natürlich super. Das wäre natürlich aber auch ein anderer Part, ne? Das wäre der Part vor der Mecha-Pixie jetzt. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, wenn ich die Parts irgendwie anders lege. Aber ich möchte das schon so machen gerne. Da die Parts auch von der Tage her fast zusammenhängen, ist das eigentlich fast egal. Das möchte ich aus einem Grund machen, wie ich schon gesagt habe, dass wenn jemand sucht und wissen will, aha, guck mal, die Tagesquest da geht so und so, dann gehe ich dahin, nehme die an, mache die Questreihe und krieg dann und das, das und das und das als Resultat. Also das ist, wie gesagt, ich möchte das ja gerne als Beispiel machen. Dann teleportieren wir uns mal zum Schatten des schwarzen Drachen. Von dort aus geht's schneller. Wenn man die Kohle hat natürlich. Dann ist man hier auf der Dracheninsel und dann einfach hier zum Portal zurück teleportieren. Und auf der anderen Seite steht ein Typ mit einem Einhorn. Und die Quest könnt ihr aber erst machen, wenn ihr die Inselquest hier, hier oben mit dem Einhornwald, wenn ihr die fertig habt komplett, dann kriegt ihr die Quest mit dem Einhorn, dass ihr die Tagesquest machen könnt. Vorher kriegt ihr die nicht. So. Ja, genau, hier. Bei denen könnt ihr sie annehmen dann, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob ich die annehmen kann. Müssen wir mal probieren. Das geht sogar, super. Dann können wir die auch machen in dem Part. Ja, und die Quest sagt eigentlich nur, dass wir uns erstmal nach Rondo wieder teleportieren müssen mit der Schriftrolle. So. Dann teleportiert ihr euch in den Wald der schwarzen Finsternis, der totalen Finsternis wieder zurück. Und schwingt euch, je nachdem wo ihr seid, entweder hier oder ihr kommt auf der anderen Seite raus, wenn ihr es billiger haben möchtet mit dem Teleportieren. Ja. Und dann reitet ihr einfach dahin, wo wir eben die Mecha-Pixie abgegeben haben. Da könnt ihr die Quest abgeben. Und dann könnt ihr dort auch die Quest annehmen für die Mecha-Pixie, die wir eben besiegt haben. Und das war's für die Mecha-Pixie schon. Das ging eigentlich recht schnell. Und die Quest ist eigentlich auch sehr lukrativ, wenn man auf der Insel vorher die, wie gesagt, die Einhörner-Quest und Pixie-Quests hier fertig habt. Dann bekommt ihr die Quest, wo ich die eben angenommen habe. Vorher nicht. So, jetzt könnt ihr hier die beim Waldgott abgeben gehen. Oh, Hüter des Waldes. Schüps, ihr kriegt den Rang 6 Verteidigungswürfel. Und dann könnt ihr hier die Quest annehmen, wie ich eben schon erfüllt habe, mit der Mecha-Pixie. Da kriegt ihr den Rang 6 Angriffswürfel plus 2 Karten. Oder Chips oder wie ihr möchtet. Mit 12 Millionen XP, 2 Millionen Jobpoints, 240.000 Loops. Ich nehme sie jetzt erstmal nicht an, da ich die ja gerade gemacht habe. Und die Mecha-Pixie, glaube ich, eine Stunde braucht, bis sie wiederkommt. Also von daher wird das erstmal nichts. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Folgen werden leider etwas kürzer momentan. Da die ja wirklich nur was eigentlich mit den Tagesquests zu tun haben sollen. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.